Hi, guten Morgen. Ja, das wird ein mega Video mit so, so vielen Erkenntnissen, die ich euch mit euch hier teilen möchte. Mich freut es auch so extrem, hi, guten Morgen, dass so unglaublich tolle Frauen in dieser Gruppe sind, dass ich meine Erkenntnisse, meine Reise mit euch teilen darf. Und das ist so, so wunderbar. Und die Magie des Erfolgs, über das ich jetzt mal reden möchte, die habe ich ja auch schon lange gesucht. Ich habe die Geheimnisse der Heilung gesucht. Ich wollte wissen, wie Heilung funktioniert. Ich wollte wissen, wie Kreation funktioniert. Ich wollte wissen, wie Manifestation funktioniert. Ich wollte wissen, wie unser ganzes Leben funktioniert. Und nach diesen Fragen habe ich immer gefragt und habe immer die Antworten bekommen. Daraus ist entstanden das Divine Design Prinzip. Wir sind alle perfekt. Guten Morgen. Hallo Ursula. Hallo Claudia. Hallo Karin. Ja, das Divine Design Prinzip. Wir sind alle perfekt. Wir haben keinen Fehler. Wenn wir lernen, wirklich, dass das die Wahrheit ist und dass wir davon ausgehen dürfen, sollen, müssen, dass wir dafür hier sind, dass wir erkennen, dass wir immer von falschen Voraussetzungen ausgegangen sind, was uns, unser Sein betrifft, unser Seinszustand, dann ändert sich schon ganz, ganz viel. Aber worüber ich heute sprechen will, ist diese Magie des Erfolgs und zwar nichts ablehnen. Ja, Herzensgruß aus dem Engadin, danke. Nichts ablehnen, nichts ablehnen. Das verschließt alle Türen, das Ablehnen verschließt alle Türen. Und ihr kennt vielleicht aus den spirituellen Teachings, du musst alles annehmen. Ja? Und da habe ich auch schon oft gesagt, das geht nicht. Ich kann nicht alles annehmen, wenn ich es doch eigentlich nicht haben will. Ich kann mich nicht zwingen, Dinge anzunehmen, die ich nicht will. Weil das ist so eine Art Vergewaltigung von mir selber. Das ist nicht respektierlich, wenn ich mich zwingen, sagt, du musst alles annehmen, du musst alles annehmen. Nein, ich muss aber aufhören, abzulehnen. Und das kann ich nur, wenn ich erkenne, warum lehne ich ab? Welche Gedanken, welche Überzeugungen führen mich zu der Annahme, dass ich das ablehnen muss? Das ist so ein wichtiger Schlüssel. Und erst wenn ich das mal auseinandergenommen habe und sehe, warum ich Dinge ablehne, dann kann ich sie nicht mehr ablehnen. Und wenn ich sie nicht mehr ablehne, dann sind alle Tore, alle Türen zum Erfolg, und Erfolg ist nichts anderes wie unendliche Möglichkeiten, sind alle Türen zum Erfolg offen. Aber wenn ich etwas ablehne, dann ist eine wichtige Türe verschlossen, durch die ich empfangen könnte. Weil wenn ich Dinge mir vorstelle, wenn ich Dinge kreiere und manifestiere, aber nicht empfangen kann, weil ich dann noch eine verschlossene Türe habe, weil ich ablehne, dann kann ich mir einen Wolf manifestieren, dann kann ich Manifestationspraxis machen, dann kann ich Manifestationskurse machen, dann kann ich meine Teachings anhören und ich sage dir immer, werde die Frau, die es hat. Aber wenn ich die Frau bin, die es hat, dann habe ich keine Türen mehr verschlossen, dann bin ich offen, dann bin ich offen zu empfangen. Da bin ich quasi der Transformer, das Scheiße zu Gold macht, das Unglück zu Glück macht, das Angst zu Sicherheit macht. Aber dazu muss ich diese Stabilität in mir haben und sagen, ich muss nichts mehr ablehnen, weil da draußen ist nichts gefährlich. Es gefährdet mich gar nichts. Es kann mich nicht gefährden, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, ich bin in mir sicher. Und was heißt es mit diesem Nichts ablehnen? Ich habe so eine Armada von Dingen gehabt, wo ich gesagt habe, das will ich nicht, das will ich nicht, das geht gar nicht, das ist unmöglich, das ist scheiße, das, nein, weg. Ja? Zugemacht, mich verschlossen, mich in meinem schönen Engadin abgeschottet, weil ich gesagt, nein, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht.
Aber ich habe nicht erkannt, dass ich das, was ich nicht will, zuerst transformieren muss, weil sonst die Türen verschlossen sind für alles, was ich mir wünsche an Reichtum, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Unterstützung. Wenn ich sage, das, nein, nein, da nicht und zue Türen und es darf nur da kommen, es darf nur da kommen, es darf nur da kommen. Aber entweder bin ich offen, bin ich ein Resonanzkörper, bin ich da, kann ich vibrieren, kann ich sein in einem Seinszustand des Empfangenen, was ich mir so sehr wünsche. Ich habe ja Wünsche, weil ich es empfangen will. Guten Morgen, Anita. Weil ich es empfangen will. Ich wünsche es mir doch, weil ich es empfangen will, weil ich es erleben will, weil ich es haben will. Aber gleichzeitig habe ich Türen zu. Eine wichtige Türe, die wir Frauen haben, sind unsere Ex-Beziehungen. Ex-Mann, Ex-Freunde. Wenn ich einen einzigen davon ablehne, sind Türen zu. Und das bedeutet aber nur energetisch. Ich habe eine energetische Ablehnung. Nicht gegen diesen Mann oder gegen diese Person, sondern ich lehne das ab, was dieser Mann, diese Person in mir für mich repräsentiert. Und da dahinter muss ich steigen. Weil ich lehne nicht den Mann ab, ich lehne nicht die Person ab, aber ich lehne das ab, was er in mir getriggert hat, was er in mir, mir gezeigt hat, wie er mich vielleicht ausgenützt hat für mich in meinem Sinne. Ich habe ganz viele Frauen im Coaching, die waren die absoluten Overgiver, die standen hinter ihren Männern, haben die groß gemacht und selber waren sie nur die kleinen Sklaven, die sich nicht erlaubt haben, herauszutreten in ihre eigene Größe und haben nur im Windschatten gesurft und versucht, jemand anderen groß zu machen. Und das fühlt sich nicht gut an. Das ist nicht der eigene Wert, das ist nicht die eigene Größe, das ist es nach außen, das Overgiving, das Übergeben, weil ich selber nicht wert bin, weil ich mir nicht wert bin, zuerst für mich zu sorgen, weil ich denke, es ist meine Aufgabe, für jemand anders zu sorgen, weil ich noch nicht verstanden und gelernt habe, wie das Leben funktioniert, wie Energie aus mir heraus entsteht, wie ich der Raum bin, in dem alles entsteht. Kleiner Disclaimer, ich bin der Raum, gibt es auf YouTube von mir ganz schöne Soundscapes, die dann ganz tief ins Unterbewusstsein reingehen können. Und diese Frauen haben Türen verschlossen. Das mache ich nie mehr. Das will ich nicht. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Der hat mich ausgenützt. Der hat mich ausgesaugt. Der war nicht für mich da, hat mich nicht unterstützt. Ich habe alles alleine machen müssen, die Kinder und so weiter und so fort. Das kennen wir alle. Das ist in unserer Generation und vielen auch noch Generationen vor uns und nach uns ist das existent. Und wenn ich das aufbreche und erkenne, fuck, hier habe ich einen Groll, hier habe ich eine Ablehnung gegen eine Vorstellung von mir, die ich in Zusammenhang bringe mit einer gewissen speziellen Person. Sei es mein Ex-Freund, sei es mein Ex-Freund. Aber es geht nicht um die Person, sondern es geht darum, dass diese Person mir das in mir gezeigt hat. So, und jetzt muss ich es in mir lösen. Und wenn ich es gelöst habe, merke ich, dass ich keine Ablehnung mehr habe. Das ist es. Und dann bin ich offen zu empfangen. Weil solange ich diese Vorstellung noch in mir trage, den muss ich ablehnen, diese Menschen muss ich ablehnen, diese Leute muss ich ablehnen und so weiter und so fort, heißt es nur in mir, ich bin noch nicht okay mit der Vorstellung, die ich mit diesen Menschen und mit diesen Leuten verbinde. That's it. Und das ist individuell, das mache ich. Wir haben zwar eine kollektive Vorstellung von, was weiß ich, die Leute, die sich so anziehen, die Ausbildung haben, die so und so leben. Wir glauben da was drüber, ja, deswegen ist es ja immer so interessant, wie viele Coaches meinen, sie müssten darüber verkaufen, indem sie ihren eigenen Reichtum zur Schau stellen, weil sie davon ausgehen, dass es bei anderen die Sache triggert, ich muss die buchen, die verkörpert das, was ich mir gerne wünsche, in der ihre Welt, in der ihre Energie muss ich rein.
Aber letztendlich ist es nicht das, was du musst, sondern du musst verstehen, wie dieses Prinzip der Kreation des Lebens, das durch dich hindurch entsteht, durch deine Energie, die du generierst, entsteht, wie das funktioniert, wie du der Schöpfer bist. Das musst du langsam aber sicher verstehen. Und dazu brauchst du die Basis dieses Prinzips. Und wenn du die Basis des Prinzips verstanden hast, wie die Energie in dir generiert wird, aus dir herauskommt und sich dann im Außen manifestiert, brauchst du ja gar keine Angst mehr zu haben. Das ist ja das Geile. Und da hast du auch keine Verhinderer mehr, weil du brauchst dir keine Verhinderer zu kreieren und du brauchst auch keine Türen mehr zu verschließen und du brauchst auch nichts und niemanden mehr ablehnen. Weil du weißt, dahinter steckt einfach nur alleine du, deine Annahme und deine Ansichten. Und alles, womit du deine Annahme und deine Ansichten verbindest, das ist deins und du kannst es sehen, weil du es ablehnst. Da hast du noch Annahmen und Ansichten damit verbunden, die dir die Türen zum Erfolg, zu deinem Traumleben, zu dem, was du haben willst, was du leben willst, was du erleben willst, verschließen. Und deswegen ist es so geil, wenn du merkst, das lehne ich ab, das will ich nicht, das habe ich nicht, indem du dich wirklich weit aufreißt und sagst, und genau da schaue ich hin. Weil genau da lerne ich über mich, wo ich mich noch den Dingen, die ich mir wünsche, gegenüber verschließe, weil die Tür ist verschlossen. Und das ist so geil, wenn du das mal begreifst, das. Viele sagen ja die Triggers, aber wenn du nicht verstehst, warum es Trigger sind und woher die Trigger kommen, dass die Trigger nicht von jemandem im Außen sind, dass die nichts mit jemandem im Außen zu tun haben und dass das Triggergefühl einfach nur etwas ist, wo du sagst, nee, das will ich nicht. Und dann kommt dein innerer Coach daher, den ich in meinen Coaches auch immer beibringe und frag dich, warum denn? Wollen wir mal da hinschauen? Und oft kann ich nicht die Wahrhaftigkeit dahinter sehen, warum ich es ablehne, weil ich da ja gar nicht, das will ich ja gar nicht wissen, aber ich muss es wissen, damit ich weiß, dass es etwas ist, was ich nicht mehr in die Zukunft tragen muss, dass ich es ans Licht bringe, dass ich sage, wow, das hat ja mit der Frau, die ich heute bin, überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und Frauen, wenn ihr irgendwelche Exen, Ex-Männer, wenn ihr da irgendwo noch ein Kloß im Hals habt oder sagt, das stinkt mir, das will ich nicht, das lehne ich ab, geht da hinschauen. Alle Bereiche, wo ihr sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, das sind die verschlossenen Türen, nur weil da eine Annahme, eine Vorstellung, eine Überzeugung damit gekoppelt ist, wo du sagst, davor muss ich mich fernhalten, da ist Gefahr, ich muss mich da schützen. Und in dem Moment, wo du mit diesen ganzen Dingen ins Reine kommst, das merkst du, dann fängst du an, dich wirklich wohl und sicher zu fühlen. Dieses Wohlfühlgefühl und dieses Selbstwertgefühl und dieses Selbstvertrauen und diese Angstfreiheit in dir zu spüren, und bist quasi triggerfrei. Und wenn ein Trigger kommt oder irgendwas in dieser Art und Weise, wo du denkst, nein, sagst, geil, geiler, schaue ich jetzt mal hin, was mich daran stört. Mich stört's. Nicht das stört mich, der stört mich, die stört mich, sondern mich stört eine Überzeugung, mich stört eine Annahme, mich stört ein Rückschluss über einen Zusammenhang, den ich gebildet habe, der mich einnetzt, wo zumacht. Und wenn ich das schaffe, da diesen Mindset zu kriegen, dann kann ich das lösen und dann muss ich auch Sachen nicht mehr ablehnen. Setz dich nach diesem Live-Video hin und schau, was du ablehnst. Schau, was du einfach sagst, das nervt mich, das nervt mich, das will ich nicht, das will ich nicht. Und dann siehst du, das sind alles verschlossene Türen, die dich von dem trennen, was du wirklich willst, von dem Erfolg, von dem, was auf dich folgt, ja, das ist ja Erfolg. Das folgt auf deine Energie, es folgt auf deine Vorstellungskraft, es folgt auf deinen Seinszustand. Das ist Erfolg. Und das kann nicht erfolgen, solange da noch Türen verschlossen sind, wo du dich noch nicht zeigen kannst, wo du noch nicht
okay damit bist, weil du glaubst, du musst es ablehnen. Und das ist energetisch, ist es eigentlich sonnenklar. Nur für unser ego-denkendes Human Design Verständchen da oben, wo einfach immer sagt, nö, damit will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Das gibt es nicht mehr. Und wenn ich die Energetics von Kreation und Manifestation verstehe, dann weiß ich, dass ich das genau immer wieder kreiere und dass ich das immer wieder herstelle in meiner Vorstellungskraft, dass ich es überall wieder sehe und dass ich es so niemals durch Ablehnen verbergen kann oder weghaben kann oder auflösen kann. Ich kann es auch nicht durch krampfhaftes Annehmen, kann ich es auch nicht auflösen. Sondern ich kann es nur auflösen, indem ich verstehe, warum lehne ich es ab, was steckt dahinter, was nervt mich so sehr und warum glaube ich überhaupt, dass ich genervt werden könnte? Warum glaube ich überhaupt, dass irgendjemand gegen mich oder gegen mich hätte sein können in der Vergangenheit? Ja, und deswegen sage ich, die Exen, auch die mal was gesagt haben, das dich verletzt hat. Wenn du das nachträgst, zum Beispiel irgendeinem Menschen irgendwas nachträgst, dann ist es deswegen, weil du halt glaubst, dass du noch jemand bist, der verletzt werden kann. Dass du jemand bist, der noch nicht gut genug ist. Dass du jemand bist, der noch nicht in seiner ganzen Fülle gut genug ist, hier in seinem Divine Design. Das erinnert dich nur daran, dass du tatsächlich glaubst, es gibt irgendetwas, was dir deinen Wert, was dir deinen Selbstwert, deine Selbstliebe, deine Selbstanerkennung nehmen könnte. Und das gibt es nicht. Außer du gibst jemandem das Recht und den Einfluss zu sagen, du darfst mich klein machen, du darfst mich schlecht machen, du darfst mich unterdrücken, du darfst mich durch Liebesentzug strafen, wo du eigentlich da sitzen könntest und sagen kannst, niemand kann mir was wegnehmen, niemand kann mich strafen. Das bin einzig und allein ich und ich entscheide, dass ich in meinem Divine Design immer gut genug, immer geliebt, immer unterstützt bin. Und so denke ich dann nachher auch. Und so aus dieser Perspektive kann ich dann auch an meinem Ex schauen und kann sagen, wenn ich heute die Frau bin, wo ich weiß, sie ist gut genug, sie ist geliebt und unterstützt, habe ich es doch überhaupt nicht nötig, irgendjemanden den Hintern zu pudern oder den zu erheben oder den groß zu machen oder den besser zu machen und mich gleichzeitig als diese unscheinbare, unwichtige, im Hintergrund agierende Kraft anzuerkennen. Wir sind alle da, um im Vordergrund zu scheinen, um zu wirken, um zu bewirken, um zu manifestieren und um zu kreieren. Jeder Einzelne. Also es gibt überhaupt keine Hierarchie. Die Hierarchie entsteht nur in unserem Kopf, in unseren Denkmustern, in unseren Annahmen, in unserer Kultivierung, in all diesen Dingen. Und wenn wir das halt alles fallen lassen und nichts mehr abnehmen müssen, dann können wir plötzlich bedingungslos anfangen anzunehmen, all diese schönen Geschenke, die eben überall versteckt sind, aber wir können sie nicht sehen, weil wir sagen, das lehne ich, kennst du das? Das lehne ich kategorisch ab. Das ist so richtig deutsch, ja? Das kenne ich auch von meiner Herkunftsfamilie. Na, das muss man kategorisch abnehmen, ablehnen, bezwingen. Du. Ja, und dann hängt man da drin und ist der kategorische Ablehner und er lehnt alles ab. Wenn ich ein Ablehner bin, dann lehne ich ab. Aber ich möchte ein Annehmer sein. Ich möchte annehmen, ich möchte empfangen, um das Empfangene zu erleben und das dann auch wieder weiterzugeben und zu reproduzieren. Und wie kann ich, hallo Viola, wie kann ich das aus dem Hintergrund, egal ob ich mich hinter einer Person, hinter einem Business, hinter einer Vision sogar, manche verstecken sich hinter einer Vision, hinter einer Lehre, hinter einer Religion, verstecke. Ja, und das muss ich so fucking aufbrechen und gegen nichts mehr sein, weil ich muss gegen nichts mehr sein, weil ich ja das Sein bin. Also muss ich anfangen, diese ganzen Dinge zu klären. Und ich habe viele Frauen in meinem Coaching, die da echt
noch Klärungsbedarf haben, die dann noch Sachen sagen, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Und das, diese Mauern, die müssen niedergerissen werden, diese Türen müssen geöffnet werden. Und dann kann Erfolg, alias auch Geld, finanzieller Erfolg, das ist ja nur ein energetischer Austausch, kann ich das annehmen, kann ich das erleben, kann ich das erfreuen. Und es ist keine Bedingung, dass ich hier das irgendwo erst dokumentieren muss, erst meinen Ferrari draußen haben muss, erst meine Chanel-Tasche haben muss, sondern es ist eine Folge. Erfolg. Es erfolgt danach. Aber zuerst muss ich eben die sein, die das Ganze empfangen kann, die wert ist, die sich sicher ist, die klar ist, die weiß, dass sie es verdient hat, die selbstbestimmt und selbstbewusst ist. Und das ist für mich nicht Persönlichkeitsentwicklung, wie wir das lernen, sondern es ist energetische Entwicklung. Das ist die Entwicklung meines energetischen Seins. Das ist die Entwicklung meines Verstandes, der weiß, wie die Energetics in mir regiert und dass ich mir einen eigenen Coach, einen eigenen Cheerleader entwickle, der mit mir diese Prozesse durchgeht. Und bis ich da halt firm bin, kann ich das lernen. Kann ich mit anderen zusammen lernen? Kann ich mir einen Coach nehmen? Je nachdem, was für eine Nähe der Unterstützung ich mir wünsche und für einen Speed ich mir wünsche. Also ihr Lieben, das ist eigentlich so ein bisschen das Intro gewesen. Hallo Christiane, heute Abend um 20 Uhr mache ich ein gratis Workshop noch, wo ich euch mehr davon erzähle, von mir persönlich, was ich aufgebrochen habe und warum ich es aufgebrochen habe, damit noch mehr Erfolg zu mir kommen kann. Weil ich weiß, wenn Erfolg zu mir kommt und ich das geknackt habe, wie Erfolg zu mir kam, zu kommen kann, kann ich das auch anderen Leuten weitergeben, weil Erfolg, Ressourcen, finanzieller Erfolg, finanzielle Resources, Gesundheit, Liebe, Partnerschaft ist niemals limitiert. Es ist eine grenzenlose Ressource, die wir einatmen können, wie Sauerstoff. Das gibt es immer mehr und mehr, aber unser Kopf muss lernen, genau in diesen Sphären und Energien zu denken. Also ich lade euch ein, schreibt mir Weltverbesserer, weil wir brauchen Menschen, die Bock haben auf ein Weltverbesserer-Business. Egal, wo ihr gerade steht, wo ihr sagt, das ist eigentlich das, wo ich mir nicht zutraue, wo ich weiß nicht, wie es gehen kann, wie ich dorthin kommen soll, wie ich damit überleben soll finanziell, wie ich damit Geld generieren soll. Komm heute Abend. Lass dich überraschen, stell mir alle deine Fragen. Ich werde dir erzählen, was möglich alles ist, auch für dich, egal wo du gerade stehst. Also ich freue mich, schreib mir einfach Weltverbesserer, Private Message und ich schicke dir den Link für heute Abend. Dann sehen wir uns um 20 Uhr im Zoom. Und falls du keine Zeit hast, ich gehe jetzt mal nach Ägypten zu meinem super Extraordinary Event, Live Retreat auf dem Schiff mit ganz viel Spaß und Kitesurfing, ägyptische Sonne und Strahlen. Bin dann wieder da, habe sicher online dort, aber nicht so stabil, dass ich irgendwelche Zooms machen kann. Und deswegen, ja toll, Viola, ich schick's dir nachher. Deswegen sehen wir uns heute Abend noch und wenn ihr es verpasst habt, ist ein bisschen blöd, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht im September. Aber there's always a way. Chancen eröffnen sich täglich, wenn ich bereit bin, sie zu empfangen. Also, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Bis dann. Tschüss.